Ja, liebe Freunde, jetzt Zuckerrüben, da noch eine Grunddüngung Ammonsalpeter, 26%, ein Bor Ammonsalpeter. Ich streue da als Grunddüngung 1,5. Gerade praktisch bei 3,4 Hektaren passt da wunderbar 500 Kilo Sack. Da ich hier an keine Fahrgassen gebunden bin, habe ich mich entschieden, auf 21,5 Meter zu streuen. Da kann ich bequem, messe ich da 20 Meter ab von Fahrgasse zu Fahrgasse. Also zwischen den Fahrgassen 20 Meter plus 1,5 Meter Traktorspur. Mache ich jetzt mal so. Fahre mit 10 Stundenkilometer. Einmal rings ums Feld gefahren, habe zur Grenze gestreut. Das ist die Spur, die man hier sieht. Und man fährt genau bis zu dieser Spur und stellt dann ab. Und GPS habe ich leider nicht zur Flächenerkennung. Der GPS ist nur montiert für Streumenge genau auszubringen. Darum muss ich da mit Metermaß, mit Meterschritten abmessen. Ich messe jetzt da mal 20 Schritte ab und dann wird markiert. Achtzehn, neunzehn, zwanzig und markieren. Und der zählt auch fleißig rückwärts. Nur noch 250 Kilo, ich bezweifle. Manchmal bin ich im Zweifel, ob das gut kommt. Ich probiere auch immer bei der Bodenbearbeitung gerade zu fahren, damit ich da beim Düngerstreuer gute Anhaltspunkte habe, wo durchfahren. Hier noch 200 Kilo und noch 1,4 Hektaren habe ich. Die Rechnung ist nicht ganz aufgegangen. Die 500 Kilo haben nicht gereicht. Ich habe 30 Kilo zu wenig. Aber es ist doch sehr exakt mit der Differenz von falsch abmessen von Fahrspuren. Liegt da sicher 30 Kilo Differenz drin. Muss ich da noch etwas reinfüllen und noch irgendwie 50 Meter streuen.